Toll. Macht's gut. Hey Leute, hier ist Aldemar mit Fallout 4 Survival. Wir haben letzte Folge hier aufgehört. Ich bin gerade nochmal zurückgeflogen mit dem Vertibird. Das hat zu lange gedauert, deswegen habe ich das alleine gemacht. Ich habe Prestons Powersuit zurückgelassen. Ich habe seine Waffe geupgradet. Er hat jetzt wieder den Exekutor Scharfschützen-Edition mit Gestrahlbündel vorne. Ich habe geschlafen, weil es ging nicht mehr anders. Ja, scheiße, ich bin jetzt wieder total verstrahlt. Ich konnte nicht pennen hier, weil, wegen der Strahlung. Muss dafür in den Dungeon rein oder so, aber das war alles zu weit weg, glaube ich. Deswegen mussten wir mal zurückfliegen. Ich war kurz vorm Krepieren. Scheiße, jetzt bin ich wieder fast tot. Das ist wieder scheiße. Das ist alles scheiße. So, ein bisschen Gemüsesuppe. Nicht, ja, das geht nicht. Müssen dann nochmal ein Stimpack nehmen. Wir haben nicht mehr genug Stimpacks. Scheiße. Ich wollte da einmal irgendwelche bauen, aber wenn wir Glück haben, können wir kurz nach Virgil uns verpissen aus dem strahlenden Meer. Weil auch müssen wir den Runner suchen. Soweit ich weiß, da müssen wir in dieses Gebäude und die ganzen Gunner sind. Und ich glaube, das ist Halluzigen-Gebäude. Da müssen wir sowieso rein. Glaube ich. Ja, auf jeden Fall bin ich froh, wenn wir hier raus sind. Ich hasse das leuchtende Meer. Das habe ich letzte Folge schon ein paar Mal gesagt. Es ist schrecklich hier. Oh, warte mal. Oh, warte mal. Hier ist irgendwo das Flugzeug abgestürzt, glaube ich. Nee, es ist ein Jet, ne? Coca-Cola, Familienradio. Blablabla. Nein. Oh, oh, wie schön. Ich hasse sie, Skorpione. Ich hasse sie so sehr. Nee, das ist ein Vertibird. Ah, toll, nachladen. Na toll, nachladen. Ich muss unbedingt Jet nehmen. Hab ich noch Jet? Ja, hab ich noch, ne? Boah. Wir nehmen Jet, weil wir werden bald abhängig sein. Oh, ja. 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 Mist. Warum bin ich panzerbrechende Munition? Ich weiß gar nicht, ob ich die drin habe. Drei schon wieder. Ich will hier nicht mehr bleiben. Ich hasse diesen Ort. Das ist doch ein Kampfflieger gewesen hier. Guck mal. Ah, so einen haben wir auch noch nicht gesehen. Was war das denn jetzt? Bist du gesehen? Keine Ahnung. So, Virgil. Wir müssen da hoch. Der ist irgendwo an den Klippen. Ich weiß nicht, wie weit das noch ist. Ich habe jetzt keine Lust, auf die Karte zu gucken. Wir hoffen einfach mal, es ist nicht so weit, ja? Komm, press die Line. Wo bist du denn? Da hinten immer noch. Das ist schon cool. Ich habe ein bisschen probiert, den Exekutor auf vollautomatisch zu lassen, aber dann verbraucht er zu viel Munition und davon haben wir nicht genug. Deswegen habe ich ihm die Scharfschützen-Edition gegeben. Von dem Lasergewehr. Also ein Scharfschützengewehr geben ist dämlich, aber ein Scharfschützen-Lasergewehr zu geben, weil die schießen schön schnell, ist, war, glaube ich, eine gute Idee. Das war eine grandiose Idee. Hey! 72 Meter. Wir haben es gleich. Wir haben es. Wir haben es gleich. Todesmatriarchen, Alter. Achso, ist ihm einfach egal. Ich hänge fest. Nein. Nein, nein, nein. Jesus Maria. Hure. Dogmeat, tapfer gekämpft. Ein Schlag hast du mir eingesteckt. Meine Güte. Oh, ich hasse das leuchtende Meer. Das leuchtende Meer toppt sogar Dwemer-Ruin. Nee, Quatsch. Ne. Niemals so krass. Und wie ist der Eingang? Hey Virgil, du hattest eine Todeskralle vor deiner Hütte. Felsige Höhle. Auf geht's. Ah. Oh. Oh. Hallo, Geschütztürme. 9 Dosen. Hallo. Halt. Ganz langsam. Keine plötzlichen Bewegungen. Du bist vom Institut.
Also, wo ist Kellogg? Na? Will sich wohl an mich ranschleichen, während du mich ablenkst? Keine Chance. Ich bin nicht dumm. Mir war klar, dass sie ihn schicken würden. Bist du Virgil? Du weißt genau, dass ich das bin. Was willst du hier? Was zum Teufel bist du? Du hast die Information... Oh nein, das war, glaube ich, meine Karawanenwache, oder? Du hast Informationen, die ich brauche. Das verrät mir immer noch nicht, wer zur Hölle du bist. Zeit für Erklärungen. Du fängst an. Wer schießt denn da? Kann ich zurückgehen? Ja, scheiße. Warte mal, ich probiere mal gerade was aus. Nein, das gibt's doch. Ich hab. Oh Mann, im Nachladen. Ein Riesenmagazin. Ein riesengroßes Magazin. Ach, Virgil schießt dann auch auf uns. Ja, dann laden wir mal. Dann haben wir keine Wahl, als dass der Karawanentyp halt die ganze Zeit abgeknallt wird. Ach, jetzt hat der da abgespeichert. Ist tot, oder? Ne, ist nicht tot. Egal, da müssen wir jetzt mit leben. Dann reden wir jetzt mit Virgil weiter. Hey, Virgil. Was? Du hast Informationen, die ich brauche. Das verrät mir immer noch nicht, wer zur Hölle du bist. Zeit für Erklärungen. Du fängst an. Kannst du mir jetzt etwas über das Institut erzählen oder nicht? Das Institut? Also haben sie dich geschickt, nicht wahr? Du arbeitest mit Kellogg zusammen. Kellogg ist keine Gefahr mehr. Ist tot? Lüg mich nicht an. Ist das so schwer zu glauben? Natürlich ist es das. Kellogg war gnadenlos. Das Institut hat ihn nicht ohne Grund so viele Jahre die schmutzigen Jobs erledigen lassen. Ich wusste, dass sie ihn schicken würden. Wollte vorbereitet sein. Aber ich wusste trotzdem nicht, ob ich das packe. Also hast du... Du hast ihn getötet, was? Was willst du nun von mir? Warum hast du das Institut verlassen? Ich weiß, dass du von dort kommst. Du weißt von der Flucht? Aber wie? Nein, das spielt keine Rolle. Ich gehe nicht zurück. Kann nicht zurück. Schau mich nur an. Was machst du hier überhaupt? Was willst du? Was kannst du mir über das Institut erzählen? Ich muss da reinkommen. Ob ich? Machst du Witze? Du willst ins Institut? Bist du bescheuert? Abgesehen davon, dass es unmöglich ist. Selbst wenn du es schaffst, würdest du so gut wie sicher auf der Stelle draufgehen. Aus welchem Grund solltest du bitte ein solches Risiko eingehen? Das spielt keine Rolle. Gut. Weißt du was? Es ist mir auch egal. Wenn du sterben willst, dann ist das deine Sache. Aber ich sage dir, genau das wird passieren. Ich kann dir helfen, aber du musst mir ebenfalls einen Gefallen tun. Du hilfst mir, ich helfe dir. In Ordnung. Wenn ich dir helfe, musst du etwas für mich tun. Vor meiner Flucht arbeitete ich an einem Serum, das diese Mutation rückgängig macht. Es könnte mich wieder normal machen, verstehst du? Hol es bitte für mich aus meinem alten Büro, wenn du es da reinschaffst. Ich würde sagen, das ist eine angemessene Gegenleistung. In Ordnung. Dann lass uns über die Details reden. Fangen wir von vorne an. Weißt du, wie Syns das Institut betreten und verlassen? Nicht wirklich, nein. Das wissen nicht viele an der Oberfläche. Und das ist Absicht. Die halten das gern geheim. Er wird gemeinhin als Molekulartransmitter bezeichnet. Ich verstehe nicht wirklich, wie er funktioniert, aber er tut es. Entmaterialisiert dich an einem Ort und materialisiert dich an einem anderen. Hört sich verrückt an.
Ist aber wahr. Der Transmitter ist der einzige Ein- und Ausgang des Instituts. Verstehst du? Der einzige. Und das heißt, dass du ihn verwenden musst. Also, hast du je einen Institutsrunner gesehen? Nein. Ein Runner? Was ist das? Noch ein Geheimnis des Instituts. Runner sind Sünds des Instituts, die nur einen Zweck haben. Sie sind Jäger. Wenn ein Einsatz in die Hose geht oder ein Sünd vermisst wird, dann schicken sie einen Runner. Sie sind sehr gut darin, was sie tun. Und du musst einen von ihnen erledigen. Warum muss ich einen töten? Weil du ins Institut willst. Schon vergessen? Sie sind deine Eintrittskarte. Jeder Runner verfügt über besondere Hardware, die direkt mit dem Transmitter des Instituts verbunden ist. Du brauchst diesen Chip in ihrem Kopf. Aber dafür brauchst du erst einen Runner. Ich weiß allerdings nicht genau, wo man einen findet. Sie haben mir keinen auf den Hals gehetzt. Und hier herumzusitzen ist wohl auch keine Lösung. Du musst Jagd auf einen machen. Ich kann dir sagen, wo du am besten anfängst. Und dir auch helfen. Aber die Drecksarbeit musst du selber erledigen. Gut, dann mal ran ans Werk. In Ordnung. Der primäre Einstiegspunkt der Runner sind die CIT-Ruinen, direkt über dem Institut. Dorthin solltest du gehen. Der Transmitter erzeugt recht heftige Interferenzen im gesamten EM-Spektrum. Dein Pip-Boy hat ein Radio, nicht wahr? Stelle es in den Ruinen auf den unteren Frequenzbereich ein und du wirst die Interferenzen hören. Folge dem Signal bis zu einem Runner. Dann musst du nur noch nicht draufgehen. Ich sage es dir ganz offen. Deine Chancen stehen schlecht. Aber wenn du es schaffst, denk an das Serum. Ich brauche es dringend. Ich hoffe wirklich, dass du findest, wonach du suchst. Oh, das war auch... Kann ich diese mitnehmen? Oh, schade. Das leuchtende Meer. Gott sei Dank, das haben wir. Habt ihr gehört, die Karawanwache hat hier nebenbei die Geschütze zerstört, glaube ich. Jäger, Gejagter. Jetzt müssen wir diesen Runner killen. Der ist total übel. Der macht, ist ja auch unsichtbar und so und tötet die ganzen Gunner, die es da gibt. So, nehmen wir das nochmal mit. Habe ich doch schon mal mitgenommen. So, gehen wir hier raus. Ich glaube, ja, Karawanwache hat alles erledigt. Hervorragend. Wir sollten so schnell wie möglich von hier verschwinden. Ja, da ist er noch. Er lebt noch. Ja, er lebt noch. Er lebt noch. Er lebt noch. Ja. Rauchgranate. Wörtibert wurde. Sehr gut. So, wir müssen leveln. Bald mal. Wir haben 3 Stück. Wir machen das jetzt nicht. Der Wörtibert soll jetzt hier ankommen. So, dann fliegen wir. Pass auf. Wir sind eigentlich gut ausgestattet mit allem. Wir haben genug Munition. Wir haben Schrotflintmunition. Wir haben genug Granaten. Das haben wir genug. Ich glaube, ich könnte sogar Minutemen ins Gebäude nehmen. Scharfschützengewehr-Munition ist alles noch da. Wir haben sogar noch 10mm Munition. Das ist gut. Ich muss unbedingt diese Waffe upgraden hier. Hat die überhaupt panzerbrechende Munition? Das müssen wir auch unbedingt skillen. Das sage ich jedes Mal. Ich meine, upgraden, aber wir machen es halt nie. So, da kommt der Vertibird. Dann fliegen wir mit dem Vertibird gleich zu dem Institutsgebäude direkt und legen mit der Quest los. Oh Mann, die sehen so cool aus. Ein einfaches Leben ist das nicht. Meine Güte, du bist so oldschool. Du bist der allerersten Siedler ever und bist seitdem Karawanenwache. Ich muss unbedingt noch mehr Karawanenwachen einstellen. Okay. Mein Gott, da kommt so ein richtiges Minuteman-Feeling auf. Fieber. So, steigen in den Vertibird. Das ist recht weit. Aber ist scheißegal. Fliegen ja direkt hin. So. Oh, das habe ich noch nicht entdeckt. Dann fliegen wir einfach mal Hangman's Alley. Immer noch 0 Typen. Echt? Aber das... Okay, dann kann ich da gerade ein paar Sachen noch hinbauen. Dann können wir das auch erledigen. So, da sind wir. Hangman's Alley. Mal gucken, ob wir hier abgesetzt werden so richtig. Ja, es wird hier auf der Kreuzung sein. Hier ist immer so ein kleiner Punkt. Da sind auch Bruderschaftler. Die kämpfen auch gerade. Oh, shit! Landeanflug wird eingeleitet.
Oh, scheiße, jetzt steige ich auch direkt aus. Oh, es geht los. Voll in die heiße Landezone. Was ist los? Preston, was ist mit dir passiert? Oh Mann, ich habe doch nur noch einen. Nee, hier drüben. Ah. Mein letzter Stimpack, Junge. Scheiße. Was ist das denn da? Versorger? Supermutant? Was ist denn da los? Dogmeat ist rot? Na toll. Ich glaube, Preston hat noch ein Stimpack. Hey, was brauchst du? Ja. Brauchst du? Scheiße, was ist denn jetzt los? Oh, Dogmeat ist wieder grün. Okay, ich habe einen Supermutanten gehört. Komm, wir gehen jetzt direkt zur Hangman's Alley. Valley Alley. So. Keine Ahnung, das war jetzt gerade ein Bug. Ich glaube, weil Dogmeat halt aus dem Dingens rauskam. So, das war doch hier irgendwo. Hier? Ah, hier. Gefunden! Ah, schön. Das wollen wir jetzt nochmal ausbauen, bevor wir das vergessen. So, wir brauchen das Schüssel. Wo ist das? Satelliten, Hab ich das echt nicht gebaut? Nee, hab ich nicht, ne? Hab ich nicht. So, bauen wir das mal. So, hier hin. Gibt's doch nicht. Gibt's doch nicht. So, Rekrutierungssignal an Betten 2. Mein Gott, ey. So ein Müllkaff. Aber wir können diese Hütten jetzt gut gebrauchen, weil die Leute müssen ja in überdachten Sachen pennen. Hier, das kann weg. Kann ich das auch abreißen? Das wollen wir aber nicht. Das wollen wir behalten. Guck mal, hier oben ist auch so eine Tür, die ist aber versperrt. Die lassen wir zu. Das lassen wir auch so. Das können wir wegmachen. Ja. Ja. Das machen wir auch weg, damit die Leute hier gut rein können. Das kommt weg. Das, das, das. 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 So, damit die hier gut langlaufen können. So, jetzt brauchen wir ein paar Matratzen. Matratzen. Matratzen, Concord. Scheiß Ohrwurm. So. Guck mal, hier kann ich mal freiräumen. Das Ding brauchen wir sowieso nicht. Kann weg. So. Hauptsache überdacht. Richtig, richtig. Muss nur funktionieren. Geht das noch? Ah, ist nicht mal richtig überdacht. So, jetzt hier. Das ist definitiv auch einfach nur eine Ressourcenfarmstelle. Scheiße, wir haben keinen Stoff mehr. Es gibt's doch nicht. Scheiße. Okay, dann jetzt Schutz. Also auch kein Problem. Schutzilein. Das ist noch so ein scheiß Auto. Wenigstens dahin. Tun wir mal. Ach, scheiße, das geht alles nicht so richtig hier. Das geht alles nicht so richtig hier. Richtig hier, richtig hier. Geht alles nicht so richtig hier. Richtig hier. So, da kommen auch immer Gegner durch. Egal, das reicht da einer. Da geht auch nichts hoch. Da geht auch nichts richtig drauf. Sieht scheiße aus, wenn... Matratzen... Ich sag's jetzt nicht. Ich mach jetzt hier keine Schleichwerbung. 32. So. Wasser. Wasser. Wir machen aber hier mal, glaube ich... Ja, guck mal, wir haben sowieso voll die Probleme. Beton 1. Das kann nicht sein. Ich glaube, es ist keine Route. Keine Route gesetzt. Mal ganz kurz gucken. Nach Oberland Station. Komm, wir probieren es mal andersrum. Ich meine nämlich... die wurde... getötet. Star Drive in Oberland Station. Ist nicht mehr hier. Ist nicht mehr hier. Das kann nicht sein. Na
Dann gehen wir mal von hier aus nach, die Burg. Was soll's? Gucken wir mal gerade. Na, nee, ja, siehe da, wir können bauen. Oh, ein Wunder. So, brauchen wir... Wie viel brauchen wir denn? Eine? Na, machen wir erstmal eins. Wie viel braucht das? Vier? Vier Strom. So. Mit einem 5er Generator. Wasser, 10 und Essen. Dann können wir gehen erstmal. Ist mir nämlich zu umständlich hier. So, was nehmen wir denn? Tartus, ne? Weil Tartus halt direkt ein produzieren. Und das ist genau das, was wir brauchen. Yeah. Ich würde gerne E gedrückt halten, aber es geht leider nicht. Der Eingang ist getarnt. Tartu-Pflanzen. So. Überall mal ein paar Tartus hin. So, jetzt haben wir... Hätten wir genug Essen. So, fertig. Der eine Typ, den wir haben, ist jetzt, auf Reisen. Ist das alles gut jetzt? 8 Betten. Ah, halt, wir brauchen noch ein paar mehr Betten. Jetzt können wir ja weiterbauen. So, da. So, das einlagern. Weg. Ist auch weg. Das kommt dann automatisch in unser Abteil. Also keine Sorge, der Inhalt dieser Kiste ist nicht weg, sondern er wird gespeichert. In der Werkbank, aber ich habe die Kiste eigentlich schon gelootet. Weil ich weiß, hoffentlich. Süßer Dog Meat. Da auch noch. Dann sind wir bei 12 Betten. Hallo, was machst du da? Okay. So, ich glaube, ich muss hier noch was Neues hinbauen. Das reicht aber erstmal. Essen, bla bla, ist ja keiner mehr hier. Na gut, okay, alles klar. Wir gehen los Richtung Institutsgebäude. Dann fangen wir an mit der Runner Quest, um den Runner zu finden. Leute, das war's aber erstmal von mir von Fallout 4 Survival. Bis dahin, haut rein, Leute.